Und damit wieder ein herzliches Willkommen bei eurem Julfa. Herzlich willkommen zurück zu FNAF Juniors. Wir sind mit diesem Game noch nicht zu 100% fertig. Wir haben in dem 3-Tage Halloween-Stream ja The Glitched Attraction zu 100% durchgespielt. Wir haben uns jedes Achievement verdient. Wir haben alles gefunden und alles gemacht, was in dem Spiel zu machen gibt. Wir haben The Glitched Attraction komplett zu 100% abgeschlossen. Und wir haben versucht, das Gleiche mit Juniors zu machen. Wie ihr nämlich jetzt hier links am Bildschirmrand seht, ich habe mir die aktuellste Version von Juniors runtergeladen. In der letzten gab es einen kleinen Bug, da wurden einem nämlich die Sterne neben den Challenges nicht angezeigt. Was auf jeden Fall ein bisschen nervig war. Aber in der aktuellen Version jetzt sehen wir alle Sterne neben allen Challenges. Und ihr seht, es fehlen nur noch zwei. Diese zwei Challenges fehlen uns noch, um den Custom Night Modus komplett abzuschließen in Juniors. An erster Stelle steht da hier Paranormal Peril, wo alles auf 15 ist und wir 15 Mal die besessene Animatronic finden müssen. Ist auf jeden Fall machbar. Kriegen wir, denke ich, safe in diesem Video hin. Achso, wo wir gerade dabei sind. Lasst schon mal einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, Leute. Wir versuchen dieses Jahr noch irgendwie auf 250.000 Abos zu kommen. Das wird ziemlich knapp. Haltet euch ran. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, ich würde mich sehr freuen. Und wir stellen uns heute diesen beiden Challenges. Und das Letzte, was wir dann hier haben, The Closing Act, ist natürlich der 720 Mode von Juniors. Wird extrem schwierig und ist hauptsächlich deswegen anstrengend, weil die Animatronics auf der Stufe sind gar nicht so schlimm. Ja? Der Geist verhält sich trotzdem auf die gleiche Art und Weise. Wir sehen die Handabdrücke, Bildschirm flackert. Wir wissen, die Animatronic ist besessen. Das Hauptproblem ist, dass wir es 35 Mal richtig erkennen müssen und wir dürfen keinen Fehler machen, denn in dem Modus ist No Errors aktiviert. Wenn wir einmal falsch liegen, haben wir sofort verloren. Diesen beiden Challenges werden wir uns heute im Video stellen. Mindestens eine davon schaffen wir heute. So viel kann ich euch schon mal versprechen. Hoffentlich. Aber wenn ihr wollt, dass wir Juniors zu 100% abschließen, denn nur diese beiden Custom Night Challenges ist nicht alles, was uns hier noch bleibt. Hallo, kann ich mal bitte hier zurückgehen? Hallo? Ah, so, zurück. Denn was wir ja auch noch haben, ist das Juniors DLC und der Seniors Modus, der ja dem Ganzen auch nochmal einen draufsetzt, indem wir zwei neue Animatronics noch dazu bekommen, die uns das Leben schwer machen. Wenn ihr wollt, dass wir auch Juniors zu 100% abschließen, so wie wir es mit The Glitched Attraction gemacht haben, schreibt in die Kommentare, spiel das zu Ende. Schreibt es genauso rein und dann mache ich das. Ja? Vielleicht im Stream, weil es wird lange dauern, aber dann mache ich das. Aber wir starten jetzt heute erstmal rein mit Paranormal Peril. 15 Mal müssen wir den Geist finden. Alle Animatronics sind auf Stufe 15. Sollten wir schaffen, weil Spectral Suspicion ist fast das gleiche, nur ein bisschen schwächer. Also sollten wir Paranormal Peril auch hinkriegen. Ja? Bevor wir reingehen, Leute, checkt kurz den ersten Link in der Beschreibung. Macht bei unserem Gewinnspiel für diesen Monat mit. Wir haben wieder ein Instant Gaming Gewinnspiel. Ihr könnt euch den Gewinn selbst aussuchen. Die Teilnahme ist kostenlos und eintragen ist ultra easy, Leute. Und letzten Monat hatten wir einen Rekordgewinn. Jemand hat für 110 Euro Games gewonnen bei Instant Gaming. Deswegen tragt euch auf jeden Fall ein, falls ihr nicht gemacht habt. Ich wünsche euch viel Glück und wir gehen rein in Paranormal Peril. So, Leute, das Ganze geht los. Ich würde sagen, wir machen wieder unsere normale Strandland-Strategie. Wir rufen erstmal wieder direkt Puppet rein, damit jetzt bei der ersten Besessenheit Puppet schon mal definitiv nicht die, die besessene Animatronic ist. Weil Puppet ist immer schwer zu erkennen. Und dann können wir jetzt erstmal ganz entspannt ins Game reinkommen. Und Puppet ist es erstmal nicht. So, der Geist ist in einer Animatronic drinne. Mal sehen, ob wir es schnell erkennen können. Okay, nein. Warte, vielleicht ist es auch Balloon Boy. Wir gucken kurz nach. Es ist nicht Balloon Boy. Okay, wer ist es? Wer ist es? Boah, sind alle vier auf einer Cam? Okay, es ist ziemlich sicher. Oh, nee. Freddy, Bonnie oder Chica? Ist es Chica? Oh, Freddy, Bonnie und Chica gehen alle in einen Raum. Nice. Ihr seid ja witzig. Okay, hier ist jetzt nur Chica drin. Wir schauen kurz, ob es Chica ist. Die Animatronic hinterlässt auf jeden Fall Handabdrücke. Noch sind alle hier. Chica und Fred... Alter, ist richtig schwer gerade zu erkennen. Was soll das denn? Okay, Chica ist es schon mal nicht. Chica ist es nicht. Freddy oder Bonnie? Wo ist Bonnie? Bonnie ist hier. Freddy ist weg?
Kein neuer Handabdruck, also ist es Bonnie. Okay, wir reparieren erstmal kurz Puppet. Es ist ziemlich sicher Bonnie, Leute. Ich rufe kurz Freddy rein. Und es ist Bonnie. Sehr gut. Das müssen wir jetzt 15 Mal machen. 15 Mal erkennen, welche Animatronic von dem Geist besessen ist. Und es dann richtig, richtig deuten, hoffentlich. Also das mit den Handabdrücken, finde ich, ist das schlimmste Zeichen. Es ist so schwer zu erkennen teilweise. Ob es... Also von wem die Handabdrücke sind. Weil die teilweise so durcheinander laufen, die Animatronics. Okay, wer ist jetzt bei uns? Freddy ist bei uns, ne? Okay, wir checken nur kurz, ob es Balloon Boy ist. Balloon Boy ist es nicht. Warte, dann können wir Freddy schon mal reparieren. Und Balloon Boy reinrufen für die optimale Taktik hier. Let's go. Achso, und da das einige im Stream neulich nicht verstanden hatten, diese Haltbarkeit hier von den Animatronics, die sinkt. Die sinkt mit der Zeit. Ihr seht es hier, diese Zahlen gehen immer weiter runter. Und zwischendurch müssen wir die Animatronics hier reinrufen und quasi reparieren. Denn wenn die Haltbarkeit auf 0 geht, haben wir automatisch verloren. Also, es sind nicht Foxy oder Puppet. Freddy ist es auch nicht, weil der war bei uns. Also Bonnie oder Chica. Bonnie oder Chica. Es ist Chica. Es ist Chica. Das ist sehr gut. Nein, reparieren den Kollegen. Klasse. Dann rufen wir Bonnie rein und... Es war Chica. Sehr gut. Okay. Ah, Leute, perfekt. Wir haben hier gerade das Paradebeispiel, was eine optimale Situation ist. Jetzt ist Balloon Boy besessen. Dann glitschen seine Zahlen hier so. Und wir wissen jetzt genau, dass er besessen ist. Das heißt, wir können die Zeit gerade nutzen, vor allem, weil wir ihn gerade eben erst repariert haben. Das heißt, er hat hohe Haltbarkeit. Wir können ihn gerade ruhig draußen lassen und können in der Zeit alle anderen Animatronics einmal kurz hoch reparieren. Und dann holen wir erst Balloon Boy. Also dann sagen wir erst, dass er besessen ist. Und holen ihn dann auch zum Reparieren rein. Kann man voll gut nutzen, die Zeit, um sich quasi ein bisschen Zeit zu verschaffen, indem man erstmal alle Animatronics repariert. Für alle von euch, die das Game selber spielen, mein Taktik-Tipp. Der kriegt das Tjulfa-Gütesiegel, okay? Ist auf jeden Fall gut, dass wir Foxy jetzt reingerufen haben, weil Foxy hat nur noch 20 Haltbarkeit, was schnell Richtung 0 gehen kann. So, Foxy ist repariert. Dann rufen wir, komm, wir machen auch Puppet noch. Und dann sagen wir, dass es Balloon Boy ist. Und, ach komm, wir sagen jetzt schon. Puppet ist auf dem Weg. Puppet ist auf dem Weg, das reicht. Wenn Puppet bei uns ist, können wir Puppet reparieren. Schauen wir erstmal, dass wir vorankommen. Weil alle anderen haben wir ja auch. Freddy hat noch 50. Alles entspannt. Alles easy. Wir reparieren kurz einmal Puppet und schauen, wer als nächstes betroffen sein wird. So. Der Geist ist in einer neuen Animatronic. Checken wir das mal. Also Puppet kann es jetzt ja nicht sein, weil Puppet war bei uns. Oder war Puppet bei uns? Warte, es könnte schon Puppet sein. Wir haben Puppet genau in dem Moment repariert, wo Besessenheit gedroppt ist. Nee, wir haben Connection lost. Okay, es ist nicht Puppet. Es ist nicht Puppet. Es ist auch nicht Bonnie. Es ist nicht Chica. Es ist nicht Freddy. Also sollte es Foxy sein, oder? Ja, ziemlich sicher. Also nicht Chica. Nicht Chica, nicht Bonnie. Nein. Und Freddy? Freddy ist hier. Ja, es ist definitiv Foxy, Leute. Okay, sehr gut. Dann können wir Foxy sagen. Freddy rufen wir schon mal rein. Und Foxy ist besessen. Ey, Leute. Der allerechte Profi. Ich bin der allerbeste Geisterjäger. Ja? Wer sind die Ghostbusters? Okay? Wer sind die Ghostbusters? Sehr gut. Wir haben schon fast ein Drittel. Perfekt. Und es ist schon wieder Balloon Boy. Alter, Turbo Lucky. Balloon Boy ist halt immer so ein absoluter Freeshot, weil er halt einfach hier am... Ja, entspannt halt einfach. So, wir reparieren einmal kurz Bonnie noch, bevor wir Balloon Boy reparieren. Balloon Boy hat auch nur noch paar 30. Wir machen aber erst kurz Bonnie. Dann sagen wir, dass es Balloon Boy ist. Dann rufen wir Balloon Boy rein. Dann machen wir weiter. So, Balloon Boy hat die Besessenheit. Wir rufen ihn direkt rein. Perfekt. 5 von 15. Sehr gut. Also wirklich extrem, extrem guter Run bis jetzt. Sehr zufriedenstellend. So, der Geist ist auch schon in der neuen Animatronic. Wir gucken mal gerade, ob wir es vielleicht schnell erkennen können. Manchmal ist es halt richtig offensichtlich auch, ne? Also manchmal gehst du hier durch und du kannst direkt sagen, yo, der ist es. Hier zum Beispiel ist definitiv Bonnie. Guck, wie die Kamera zwischendurch richtig so schwarz flackert. Das ist definitiv Bonnie. Obwohl, ich könnte auch falsch liegen. Manchmal sieht es komisch aus.
Aber ich denke, ist Bonnie. Ja, perfekt. Wir rufen Chica rein. Chica geht's nicht so gut. Chica geht's gar... Alter, Chica hat auch schon unter 30. Und der Geist ist auch schon wieder in einer neuen Animatronic. Wir reparieren gerade aber erstmal Chica. Wir müssen uns jetzt kurz ranhalten, weil Foxy hat auch nur noch 29. Wir müssen uns jetzt einmal kurz beeilen. Es ist irgendjemand hier drin. Okay, es ist Bonnie oder Chica. Chica kann es eigentlich nicht sein, weil Chica war ja bei uns. Nee, es ist Bonnie. Bonnie ist besessen. Okay, wir rufen Foxy zu uns und sagen nochmal, es ist Bonnie? Yes! Ah, perfekt! Okay, sehr gut. Wir haben fast die Hälfte. Gut, dass wir es schnell erkannt haben, weil ab unter 20 wird das echt kritisch, wenn man ein bisschen zu lange braucht, weil die Animatronics müssen ja mit dem Förderband auch noch zu uns fahren. Das dauert auch immer kurz. Und gleich müssen wir gucken, dass wir Puppet schnell reinkriegen. Puppet auch bald bei 20, das ist nicht gut. Geist ist in einer neuen Animatronic. Wir müssen uns jetzt richtig beeilen. Wir müssen jetzt richtig gucken, wer es ist. Okay, Handabdruck hier. Von wem? Hier ist Puppet drin. Okay, wenn Puppet jetzt geht und kein Handabdruck kommt, ist es nicht Puppet. Puppet, bitte geh hier raus. Bitte geh hier raus. So schnell du kannst. Puppet ist noch drin, ist noch drin. Oh, das ist nicht gut. Es ist nicht Puppet. Puppet, call. Oh. Das ist jetzt richtig kritisch, Leute. Hier ist wirklich kein Handabdruck, ne? Nee, okay. Okay, es ist aber nicht Puppet. Es ist nicht Puppet. Muss irgendwer anders sein. Aber ist gerade erstmal egal. Ist noch jemand kritisch? Nee, nur Puppet. Okay, wir müssen gerade erstmal reparieren. Erstmal reparieren, ansonsten ist das hier rum. Sonst ist die Nummer gelaufen, kann man nach Hause fahren. Keine Geisterjagd mehr. Puppet ist hier. Puppet ist repariert. Okay, jetzt können wir in Ruhe gucken. Jetzt können wir in Ruhe schauen, wer es ist. Und Puppet ist es ja schon mal nicht. Hier war eben Bonnie drin, ne? Und Bonnie ist gerade weggegangen und Handabdruck ist gekommen. Es ist schon wieder Bonnie? Bro, what? Dreimal hintereinander Bonnie? Hey, okay, ich beschwere mich nicht. Ist okay. 8 von 15. Kommt gut voran. Jetzt erstmal Freddy reparieren. Dem geht's auch nicht gut. Okay, noch jemand, der dringend repariert werden muss? Ja, Bonnie. Hoffen wir, dass es Bonnie nicht schon wieder ist. Okay, wer ist es dieses Mal? Können alle sein, außer Bonnie? Nee, außer Freddy. Freddy war bei uns. Freddy war bei uns. Freddy kann es nicht sein. Ich vermute... Boah, was sind die Anzeichen dieses Mal? Sind es Handabdrücke? Bewegt sich die Cam? Nee. Foxy ist weg. Ist ein Handabdruck da? Nein. Oh oh. Ich weiß nicht, wer es ist. Wo ist Bonnie? Bonnie ist hier. Bildschirm verfärbt sich nicht komisch. Ich weiß nicht, wer es ist. Oh, ich weiß nicht. Ist aber nicht Balloon Boy, oder? Alter, ich muss Bonnie reinrufen. Ich hoffe einfach, es ist nicht Bonnie. Wir müssen Bonnie reinrufen. Entweder verlieren wir, weil wir ihn nicht erkennen. Oder weil... Oh, Handabdrücke sind's? Bonnie war eben hier drinne. Was könnte auch Chica sein? Bonnie war dreimal hintereinander. Was sind die Chancen? Was sind die Chancen, dass Bonnie nochmal ist? Sind die Chancen hoch? Bonnie war es nicht. Perfekt. Okay, Bonnie können wir ausschließen. Balloon Boy ist es auch nicht. Den rufen wir rein. Balloon Boy muss dringend repariert werden. Okay, ich denke, es ist Chica. Ich denke, es ist Chica. Aber ich kann es noch nicht beweisen. Es könnte auch... Ist... Hier ist Handabdruck. Ist es... Ist es Foxy? Jetzt ist hier auch Handabdruck. Oh, ich weiß nicht, wer es ist, Leute. Das ist ganz schlecht gerade. Chica muss repariert werden. Es könnte Chica aber sein. Warte kurz. Chica ist weggegangen. Neuer Handabdruck. Es ist Chica. Chica? Nein! Es war Foxy! Nein! Oh mein Gott, wir waren schon so weit. Ey, mach doch nicht den, Bruder. Was soll denn das? Wir sind jetzt schon wieder gut im Game, Leute. Gerade ist Chica besessen, was jetzt unser neunter
unsere 9. Besessenheit sein sollte. Das heißt, wir nähern uns schon gut dem Ende. Ich habe gerade schon mal ein bisschen vorgespielt, aber frag nicht, wie lange ich gebraucht habe, um wieder so weit zu kommen. Irgendwie habe ich zwischendurch verlernt, wie man Geister erkennt, Leute. Es war ganz wild. Ich habe einige Runden richtig in den Sand gesetzt, aber egal. Wir sind jetzt wieder bei 9 von 10. Wir rufen Chica noch schnell rein. Und jetzt ist der Geist in einer neuen Animatronic. Von den beiden hier ist es schon mal niemand. Können ja jetzt quasi alle sein, außer Chica. Warte, es ist aber nicht Balloon Boy, oder? Nee, nicht Balloon Boy. Okay. Ist es Freddy? Nein, es ist nicht Freddy. Ah, okay, es ist Puppet, Leute. Die Kamera bewegt sich und Puppet ist hier im Raum. Okay, ganz easy. Wir reparieren mal Chica schnell. Haben wir irgendwen, der repariert werden muss dringend? Ja, Puppet selber. Okay, chillig. Wir wählen Puppet aus und holen Puppet auch rein. 10 von 15. Nur noch 5 Geister erkennen, dann ist alles cool. Oh, Foxy muss aber auch repariert werden. Oh, okay. Hoffen wir mal, dass es als nächstes jemand ist, der leicht zu erkennen ist. Und wir Foxy schnell reinholen können. Ah, ich glaube, die nächste Besessenheit... Ah ja, okay, Bonnie oder Chica. Chica ist auch mit im Raum. Chica ist weg. Uns flackert nicht mehr so stark. Wo ist Chica hin? Hier. Ja, es ist definitiv Chica. Okay, entspannt. Dann können wir Puppet schnell reparieren. Holen Foxy schon mal rein. Und wir wählen Chica schon mal an. Aber wir reparieren Foxy erst. Fertig. Bevor wir das durchgeben. Er ist ein bisschen entspannter. Muss alles zeitlich stimmen hier, der Ablauf. Aber das ist eigentlich auch das Gute an Juniors. Wenn man erstmal erkannt hat, wer der Geist ist, kann man sich danach eigentlich Zeit lassen und wirklich in Ruhe die anderen erstmal hochreparieren wieder, ohne dass es ultra viele Kopfschmerzen gibt. So, wir reparieren nämlich jetzt erstmal Foxy. Noch jemand, der es dringend hat. Balloon Boy. Okay, den können wir auch schon mal reinholen. Und wir haben 11 von 15. Let's go. Also wenn wir es jetzt nicht schaffen, dann weiß ich auch nicht. Oh Leute, wir haben direkt hier... Okay, sind es direkt Chica oder Freddy? Oh, es gehen beide weg. Come on. Sind beide hier vorne? Nein, nur Chica ist hier. Komm, bewegt die Kamera. Oder bewegt sie nicht? Bewegt die Kamera nicht. Das heißt ja, rein technisch gesehen, muss es... Wo ist Freddy? Da ist Freddy. Ja, es ist definitiv Freddy. Okay, easy, Leute. Easy. Wir schicken Balloon Boy zurück. Muss irgendwer hier dringend repariert werden. Ja, Freddy selber. Perfekt. Wir wählen Freddy an, holen ihn rein. 12 von 15, let's go. Hoffentlich kriegen wir jetzt nochmal Balloon Boy oder so. Dann können wir alle auch nochmal richtig entspannt hochreparieren und haben nochmal einen Free Hit. Das wäre natürlich nice. Okay, Geist ist drin, aber nicht im Balloon Boy. Schade eigentlich. Wir reparieren erstmal schnell Freddy und dann schauen wir mal nach, ob wir es leicht erkennen können. Oh ja, Fingerabdrücke sind's. Okay, aber von wem? Wer ist noch on the road? Wo sind die anderen alle? Hallo? Leute, wo seid ihr alle? Hä? Oh, jetzt sind alle hier. Oh. Neuer Handabdruck. Ja. Also ich denke, also Bonnie, Chica oder Freddy war bei uns. Also Bonnie oder Chica. Okay, hier ist Chica. Schauen wir mal. Okay, Foxy verlässt den Raum. Foxy hinterlässt keinen Handabdruck. Chica? Chica, geh mal raus aus dem Raum, bitte. Ey! Ey, was chillt denn Chica jetzt, als sie drin? Okay, ja, es ist Chica. Entspannt. Wen haben wir hier alles? Wen können wir reinrufen? Wir rufen Bonnie rein. Und ansonsten sieht ja alles gut aus. Wir können Bonnie reparieren. Dann sagen wir, dass es Chica ist. Und dann reparieren wir Chica auch direkt. Und dann, entspannt. Dann haben wir schon 13. Let's go. Okay, erstmal Bonnie direkt reparieren. Und dann wählen wir Chica an und rufen Chica auch rein. 13 von 15. Let's go. Ich glaube, so gut waren wir noch nie in Paranormal Peril. So gut waren wir noch nie in dieser Challenge. Ich glaube, so weit war ich noch nie. Wir dürfen jetzt zweimal uns keinen Fehler mehr erlauben. Aber wir haben auch genügend Zeit, weil die Haltbarkeit ist überall mehr als annehmbar. Also kein, wo wir uns jetzt turbo beeilen müssen. Ist nicht Balloon Boy, ne? Nein, schade. Boah, nochmal ein Hit mit Balloon Boy wäre so gut. Okay, schauen wir uns um. Okay. Die Kamera bewegt sich von selbst. Es ist schon mal nicht Puppet. Es ist Bonnie. Wow, war das einfach. Es ist Bonnie einfach. Lol. Okay, warte, wir rufen Puppet rein. Sagen, es ist Bonnie. Oh, Leute, let's go. 14 von 15. Ey, wir schaffen das jetzt. Wir dürfen uns gleich einfach nur keinen Fehler erlauben. Hoffentlich ist es einfach Balloon Boy. Einfach Balloon Boy, Besessenheit.
können wir direkt anwählen und dann ist fertig. Okay, der Geist ist in der neuen Animatronic. Es ist leider nicht Balloon Boy. Okay, der einzige, wo es knapp werden könnte, ist jetzt Foxy. Okay, ich glaube, es ist nicht Chica. Okay, wir schauen uns mal kurz um. Erstmal, was die Anzeichen sind. Die Anzeichen sind... Keine Ahnung, was die Anzeichen sind, yo. Okay, es kann alles sein. I don't know. Nee, der Bildschirm... Okay, Freddy oder Foxy? Ja, beide gehen in den gleichen Raum. Smart, ihr seid ja ein paar Vögel. Okay, es ist Foxy. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Foxy ist. Warte, ich will noch einmal kurz checken. Wo ist Freddy hingegangen? Wo hat sich Freddy hinbewegt? Oder wo ist Foxy besser? Ah, sind beide im gleichen Raum. Okay, komm, einer von euch beiden. Ja, es ist hundertprozentig Foxy. Wir wählen das jetzt aus. Come on. Feuer im Rohr. Yes! Wir haben die Challenge geschafft, Leute. Let's go. Einem Ziel näher dazu, 3 Sterne im Game zu haben. Ich habe 18 Minuten gebraucht. Alter Propeller. 18? Kam mir nicht so lang vor. Aber Leute, wir sehen es jetzt hier. Wir haben uns einen zusätzlichen Stern hier links im Menü verdient bei Paranormal Peril. Und jetzt fehlt uns nur noch The Closing Act, wo alle Animatronics auf 20 sind. Das macht tatsächlich nicht so viel Unterschied, ob die jetzt auf 20 sind oder nicht. Das Problem ist höchstens, dass der Geist auch auf 20 ist. Der ist einfach immer schnell in den Animatronics wieder drin. Ist aber auch nicht wirklich ein Problem. Das Hauptproblem sind einfach nur, dass wir 35 Mal richtig erkennen müssen, in welcher Animatronic der Geist drin ist. Das wird, oh, ich sag's euch, das wird problematisch, Leute. Ich denke mal, mit der Challenge, die müssen wir in dem Stream beenden oder in einem längeren Video. Wir machen eine Proberunde, okay? Bei den Challenges steht jetzt ja auch immer dabei, oder zumindest bei der 720-Challenge jetzt, dass wir uns keine Fehler erlauben dürfen. Wir sind im No-Error-Mode. Aber ist eh egal. Wenn du dir bei 35 Geistern, die du erkennen musst, einen Fehler erlaubst irgendwo, ist eh rum. Ja, ob du da noch auf einem guten Weg bist oder nicht, das ist rum. Habt ihr gesehen, wie schnell der Geist in der Animatronic ist? Das ist richtig brutal. Das ist eigentlich das Schlimmste an der Challenge. Und dass man es 35 Mal erkennen muss. So, ich habe keine Ahnung, wer es ist. Ist ein Balloon Boy? Nee, ist nicht. Alter, es waren alle 4 Animatronics in einem Raum. Ich habe jetzt keine Ahnung, wer die Kamera bewegt hat. Toll. Okay, ist es Foxy? Scheint Foxy zu sein. Wo ist Foxy hingegangen? Foxy? Wo ist Foxy hin? Foxy hier drin? Nein, hä, wo ist... Da ist Foxy. Beweg mal die Kamera, bitte. Mach mal was. Ja, oder auch nicht. Danke für nichts. Vielleicht ist es auch gar nicht Foxy. Doch, ist definitiv Foxy. Okay. Foxy ist besessen. Sehr gut. Wählen wir an. Feuer im Rohr. Let's go. Wir reparieren Puppet. Und rufen Freddy rein. Let's go. Und der Geist ist jetzt schon wieder in der neuen Animatronic. Okay. Wir haben den Connection Lost. Das Connection Lost Anzeichen. Das ist eins der einfachsten, wie ich finde. Ist schon mal nicht Foxy. Entspannt. Freddy kann es auch nicht sein. Der ist bei uns. Also Bonnie. Bonnie, Chica oder Puppet. Puppet könnte es auch sein. Puppet ist es nicht. Chica oder Bonnie? Chica oder Bonnie? Ey, come on, zeig mir was auf der Cam. Was soll das? Come on, irgendwer muss... Ey, das ist immer so schlimm, wenn die alle sich gleichzeitig bewegen und man nicht erkennen kann, wer es ist. Weil alle immer zusammen auf einer Cam hocken. Alter, es ist nicht Foxy. Es ist nicht Puppet. Es ist Bonnie oder Chica. Aber die sind als gleichzeitig im Raum. Ey. Jungs und Mädels, was soll das? Hört mal auf, mich zu rollen. Hä? Ey, das machen die jetzt nicht ernsthaft. Okay, es ist Bonnie. Ist Bonnie. Wir wählen Freddy aus. Wir rufen direkt Chica rein. Und wählen Bonnie aus. Let's go. Und das müssen wir jetzt nur 35 Mal so machen, Leute. Das war Nummer 2. 35 Mal muss man das schaffen, um diese Challenge irgendwie zu besiegen. Okay, es ist nicht Chica. Es ist nicht Foxy. Es ist... Wahrscheinlich ist es Freddy, hä? Oder wieder Bonnie. Oder Puppet dieses Mal. Puppet könnte es halt auch sein.
Es war nicht Freddy. Freddy war da. Okay, überall, wo Puppet ist, ist Connection lost. Aber es könnte halt auch Bonnie sein. Es ist so schwierig, Leute. Okay, ey, die haben schon wieder gleichzeitig den Raum gewechselt. Nee, Bonnie ist... Okay, es ist Puppet. Es ist Puppet. Entspannt. Wählen wir an. Ist auch richtig? Ist auch richtig, okay. Also ich glaube, wir haben es jetzt auf jeden Fall gut raus, die Geister richtig zu erkennen. Jetzt muss man das nur 35 Mal am Stück richtig machen. Wir haben für 15 Mal 18 Minuten gebraucht. Das heißt, für 35 Mal brauchen wir wahrscheinlich locker 40 bis 45 Minuten für eine einzige Runde, um das erfolgreich zu beenden, Leute. Das ist krass. Das ist brutal. Fingerabdrücke sind das Zeichen. Okay, wer hinterlässt Fingerabdrücke von euch? Okay, Chica oder Freddy? Wo sind die hin? Chica oder Freddy? Hallo? Chica ist hier. Chica, verlass mal den Raum. Geh mal raus. Du musst gucken, ob du es bist. Ich hab gesagt Chica, nicht Foxy. Raus mit dir. Okay, es ist Chica. Entspannt. Sehr gut. Also das ist jetzt wirklich nicht mehr das Problem, zu erkennen, wer es ist. Man muss es jetzt nur 35 Mal fehlerfrei machen. Und dann sollte es eigentlich kein Problem sein. Aha, eigentlich. Obwohl, der Geist ist ja immer recht schnell in den Animatronics. Foxy ist es nicht. Okay, Foxy ist es nicht. Das ist sehr gut, weil Foxy muss repariert werden. Foxy kann reinkommen. Also, Foxy ist es nicht. Die beiden sind es auch nicht. Also, Chica oder Puppet. Es ist Chica, weil Puppet macht keine Musik. Chica ist es wieder. Ey, Ausschlussverfahren, Premium. Einfach besser. Ja, also der Geist ist ja ziemlich schnell in den Animatronics jetzt aktuell drinne. Schon wieder neu drinne. Brutal. Das heißt natürlich, dass wir wahrscheinlich ein bisschen schneller sind, als ich eben erst vorausgesagt habe. In Balloon Boy. Perfekt. Dann können wir Puppet kurz reinrufen. Sehr gut. Oh, es ist... Irgendwer bewegt die Cam. Bonnie, Chica oder Puppet. Bewegt sich nochmal, dann ist es Puppet. Ist nicht Puppet. Bonnie? Bist du es? Bonnie? Ist es nicht? Chica ist vielleicht hier unten. Nee. Wo ist Chica? Oh, Chica ist in der Küche, hä? Aber Puppet ist auch hier. Hallo, ich muss sehen, wer es... Jetzt sind beide gegangen. Da ist Chica. Bewegt sich die Cam? Bewegt sich nicht. Ist es vielleicht doch Puppet? Es könnte auch Puppet sein. Ja, es ist definitiv sogar Puppet. Wild. Ey, ich hätte mich fast jetzt gerade selbst ins Ausgeschossen hier. Übel. Okay, wir reparieren Freddy. Der ist schon hier, zum Glück. Und rufen schnell Chica rein. Oh, der Geist ist schon in der Animation. Oh, nein. Hoffentlich war er nicht in Chica. Ich habe zu spät gedrückt. Oh, oh. Vielleicht haben wir uns jetzt gerade selbst umgebracht. Nee, vielleicht doch nicht. Boah, safe ist Chica, oder? Oder ist Bonnie? Nee, flackert nicht genug. Okay, es war nicht Chica. Ey, es war nicht Chica. Das ist gut. Das ist gut. Was? Ist aber nicht Balloon Boy. Nee, ist nicht Balloon Boy. Okay, hä, wer ist es dann? Ich kann gerade nicht erkennen, wer es ist. Okay, Leute, es ist ziemlich sicher Foxy. Wir wählen das mal aus. Und haben natürlich recht. Ey, schon 8. Krass. Strong. Und neue Besessenheit schon wieder droppt. Es ist wieder Foxy, Leute. Es ist zweimal hintereinander Foxy. Perfekt einfach. Direkt 9 erkannt. Ey, das läuft ultra gut. Was? Das läuft mir ein bisschen zu gut. Jetzt ist es Balloon Boy. Wir können kurz alle reparieren. Ey, vielleicht schaffen wir das noch in einem Video. Das wäre krass. Mal schauen. Oh, Leute, ich glaube, ich habe gerade einen Fehler gemacht. Balloon Boy hat nur noch 10 Haltbarkeit. Und ich habe mir gerade Foxy reingerufen. Ich hätte Balloon Boy anwählen und dann reinrufen müssen. Nein. Oh mein Gott, ich habe gerade noch gesagt, oh, vielleicht schaffen wir es in einem Video. Und habe mir selbst ein Bein gestellt. Das gibt's doch gar nicht. Schaffe ich das noch? Schaffe ich nicht mehr, oder? Keine Chance. Keine Chance. Balloon Boy, nein, er ist auf 3. Ah, er ist auf 3 schon runter. Nein. Oh, Mist. Ich habe mich selbst ins Aus... Ja, komm. Drück ihn rein. Danke. Klasse, sehr gut. Wäre aber auch zu krass gewesen, alles in einem Video zu schaffen, Leute. Wir stellen uns auf jeden Fall dem 720-Mode nochmal in einem Video
oder im Stream auf jeden Fall. Und dann spielen wir auch Juniors zu 100% durch. So wie Glitch Attraction. Wir sehen uns gerne im nächsten Video wieder, Leute. Lasst einen Daumen da oben, abonniert den Kanal, macht beim Gewinnspiel mit. Erster Link in der Beschreibung. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut und bis dahin.